Von Privlaka aus, wo wir uns ganz in der Nähe der Insel Nin befinden, fahren wir die etwa 20 Kilometer nach Zadar. Eine wunderschöne Hafenstadt, die direkt am Wasser liegt mit geschäftigem Treiben. Hier im katholischen Kroatien findet man auch in Zadar Kirchen. Wunderschöne Kirchen. Gassen, die zum Spazierengehen einladen. Die ganze Stadt war früher eine Insel und man kam durch diese Stadttore in den Stadtkern hinein. Diese Stadttore sind nach wie vor erhalten. Wenn in der Nähe einer Kirche eine Stretchlimousine steht, dann bedeutet das meistens Hochzeit. Richtig. Hier sind wir mitten reingeraten. Es wird Zeit, etwas zu essen. Und wir haben uns dieses kleine Restaurant ausgesucht auf den Rat von Davor Strenja hin. Und das war ein guter Tipp. Mitten in Zadar, in einem Innenhof. Davor Strenja hat uns hier hingeführt. Das ist ja auch immer gut, wenn man so weiß, da ist einer, der einen kennt. Weil dann wird man zum Beispiel in den Restaurants immer ordentlich bedient. Also hier, sagt er, gibt es nur Fisch, der hier auch gefangen ist. Also nichts außer Aquakultur oder so. Das ist nämlich hier auch so. Mit Doraden zum Beispiel. Und jetzt ist es ungefähr, warte mal, ich guck mal eben, wie spät es ist. Es ist 15.42 Uhr und wir essen zu Mittag. Das muss mal einer in Frankreich versuchen. Wenn du in Frankreich um 14.02 Uhr Hunger hast, da stirbst du auf der Straße. Nee, aber hier ist das kein Problem. Die Restaurants haben von Mittag bis Abend auf. Und wenn einen der kleine Hunger packt in Kroatien, dann hat man immer nicht nur ein kleines Programm, sondern das ganze Ding, was da kommt. So, jetzt muss ich noch mal eben was sagen zu diesem Wein hier. Übrigens, Prost. Prost, Prost. Andreas Grieshaber hat mich übrigens angemacht und hat gesagt, was mir denn wohl einfiele, ihm hier lange Zähne zu machen, während er da programmieren muss und den Hunger bis unter die Arme hat. Ja gut, ich meine, da müsst ihr jetzt mal durch. Ich meine, das ist ja auch ein Teil unserer Reise, warum wir hier hinfahren, also wegen Essen und Trinken. Guck mal hier, hier gibt es einen Grasevina, Graschevina wird da genau ausgesprochen. Ich bin ja jetzt ein bisschen schon weiter heute, von Krautacker. Ich vermute, einen Österreicher, der da, oder einen Alt-K&Kler, eine Familie, die sich darum gekümmert hat. Hervorragend, gut gekühlter Wein, sensationell. Wir zeigen gleich mal noch mehr. Ich glaube, gleich gibt es was vom Lämmchen. Da gucken wir mal, wie der Teller aussieht. So, ich habe ja gesagt, ich zeige euch gleich mal, was es da gibt. Es gibt ein Stückchen Lammhaxe, ganz einfach gemacht, ohne viel Brimbamborium. Ein paar Zwiebelchen dazu, ein bisschen Schaf, ein bisschen Senf. Eine gegrillte Aubergine, ein bisschen Zucchini. Boah, toll, toll, einfach toll, ich freue mich. Guck mal hier, das ist Weinchen nochmal. Oh, ist das nicht schön. Anschließend noch ein leckerer Digestif, vielleicht ein Maraschino, der übrigens direkt hier aus Zadar kommt. Marasca. Nun geht es gestärkt in den Hafen.
Das wollen wir uns mal anschauen. Hier liegen die Fähren, die auf die umliegenden Inseln fahren, bedient von der staatlichen Jadrolinia, deren Schiffe man überall sieht. Hier direkt am Hafen gibt es eine wunderschöne Installation. The Greeting to the Sun. Die Installation stellt die Dimension des Weltraums dar. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Das ist hier eine Ecke in Sada, die ziemlich bekannt ist. Diese Installation heißt Greetings to the Sun. Ich meine, abgesehen davon, dass die Sonne hier natürlich wie verrückt scheint, ist das eine Nachbildung der größten Verhältnisse von Sonne und den Planeten, die drumherum sind. Das ist natürlich ein Anziehungspunkt. Und ich will mal sehen, wenn wir vielleicht etwas länger bleiben, ist diese Sonne, dieser Platz, den Moni euch jetzt mal eben zeigt, das größte Verhältnis der Sonne. Und dahinter sind dann die Planeten in der maßstäblichen Größe. Also ich finde das schon eine ganz tolle Sache. Das ist hier, wo diese Seeorgel ist. Guckt euch dieses Licht an, wir sind ganz fasziniert. Wunderbar. Wir lernen hier noch ein australisches Paar kennen, was durch Europa reist und ebenfalls wie wir von Kroatien ganz begeistert ist. Da ist ja unser Brautpaar wieder. Jetzt wird sich für das Fotoalbum geküsst. Und nachdem die Sonne hier untergegangen ist, kommt jetzt die Beleuchtung der eigentlichen Sonne. Diese Beleuchtung ist durch die Wellen gesteuert. Und es ist ein Anziehungspunkt für Jung und Alt. Hier trifft man sich abends und schwätzt ein bisschen und lässt dann halt den Abend bei diesem wunderschönen Licht ausklingen. Wir haben einen ganz tollen Tag in Sada verbracht.